Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Hier ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 3.10.2023. Feiertag in Deutschland. Die Börse hat allerdings trotzdem geöffnet und ich sag mal, selbst wenn sie nicht geöffnet hätte, schon alleine wenn die Amerikaner trotzdem Feiertag haben, sieht man das relativ oft. Also, ich erinnere mich gerade an Christi Himmelfahrt, das ist immer so ein schöner Tag, ne? Da ist in Deutschland immer alles zu, Amerikaner handeln trotzdem und man merkt eigentlich keinen Unterschied, ob geschlossen ist oder nicht. Also von daher gucken wir uns auf jeden Fall mal an, wohin es gehen kann, wenn dann doch ein bisschen weniger Bewegung drin ist und ein bisschen weniger Umsatz, dann ist das so. Aber wir müssen hier ganz klar sagen, also von unserem DAX, der hier seine Brille verloren hat am Wasserstrand, der hier noch so cool aussah vor 2 Tagen, da ist nicht mehr viel da, nicht mehr viel Stärke zu sehen. Der lässt sich hier richtig deutlich abklappern. Wir hatten gestern darüber gesprochen in der Analyse, dass hier quasi oben raus es wichtig wäre, dass er uns eben auch nach 9.30 Uhr hier über einer 4.60 oben drüber hebt, dass er wirklich auch zeigt, dass er da hochsteigen kann. Und ich hatte gesagt, dass ihm dann bestimmt das auch leicht fällt, hier Richtung, ja, wieder 500, 6.30 dann auch zu steigen. Und hat er wirklich fast auf die Uhr genau 9.30 sich nach unten gedreht, hatten dann auch nochmal ein Mail dort geschickt, ne, wenn er da jetzt wegtritt. Also, ja, ich denke, das war nicht schwer zu erkennen. Hat von dort neue Tagestiefs geworfen und es folgte das Durchreichen auf der Unterseite. Wir sind dann angelaufen, den Bereich 15.300, 280. Das sollte ja in einem für ein bullisches Szenario eine, ich sag mal, Unterstützung sein, die den Markt nach oben drehen kann. Die hatte komplett also die hat überhaupt nicht beachtet, dass er einfach durchgelaufen. Hat auch gar keine Basis gegeben, um irgendwie mal einen Long zu probieren. Der zwar auf der 300 ein bisschen probiert zu zocken, aber da hat man ja schon gesehen, da fehlte noch was, hat er einen Channel nicht getroffen, also das war nicht stimmig für die Reaktion und dann kam auch nichts hinterher und dann hat er direkt 280 nach unten durchspielt und ist jetzt auf diese 200, 220 gelaufen, wo wir gestern gesagt haben, das wäre dann die nächste Station. Dort ist jetzt erstmal angekommen, hat sich auch zum Abend hin ein bisschen aufgedreht, das ist, finde ich, das einzig Positive, was ihm hier jetzt überhaupt den ganzen Tag gelungen ist, dass er den Tagesschluss nur über die 200 gehoben gekriegt hat. Aber ja, toll sieht das nicht aus, ne? Das muss man so schon sagen. Soll heißen, kriegen wir weitere Tiefs unter dem Montag, sollte man hier auch mit neuen Tiefs generell im Verlauf rechnen. Das heißt, dann wird die 1,20 ein Thema, dann wird die 15,16 ein Thema, 15,60, 15.060 ein Thema und hier der Bereich dann um 15.000 bis, ich sag mal, im Groben 15,965, 15,89, das sind dann lauter so eine kleinen Marken, da wird er sich irgendwas auspicken, kurz drunter stechen und dann wieder zurückkommen. Zumindest vorerst, wenn unser DAX dann weiter notiert. Das wird übrigens auch gelten, wenn er ein bisschen positiver reinkommt. Ja, also selbst wenn der 280, 300 anstartet, können sich ja trotzdem nochmal nach unten drehen. Wir sehen hier auch jetzt von den Tiefs her im Bereich um 330 nochmal einen kleinen Widerstand. Also das sind alles Marken, von denen er sich jetzt nochmal runterdrehen kann. Und erst darüber wird es wieder positiv werden. Ja, also erst richtig über 330, 360, wenn er jetzt auch kein neues Tief setzt, wird es wieder ein bisschen positiver werden, solange sollte man nicht ja erstmal auf der Unterseite noch Risiko einplanen, dass noch neue Tiefs kommen und dann muss sich das auch zeigen, wie es sich auf den neuen Tiefs verhält. Ja, also wenn er jetzt anfängt, Tiefs noch zu verkaufen, dann sehen wir was wir die ganze Zeit nicht gesehen haben und zwar einen richtig schönen Abwärtstrend. Ja, der auch mal mit Trendbeschleunigung, mal richtig Punkte machen einhergeht, weil, also da müssen wir wirklich eines sagen, so wie unser DAX die letzten Wochen, Monate gefallen ist, das ist Kindergarten, ja, also da sind viele glimpflich davongekommen, die hier gegen die Bewegung gehauen haben und sowas. Das kann aber auch ganz anders aussehen. Also unser DAX kann richtig fallen. So wie er auch hier gezeigt hat, wie er steigen kann, der kann auch richtig fallen. Und dann sieht das nämlich mal auf der roten Seite so aus, wie es hier auf der grünen aussah. Und der schnupst immer 1.500, 2.000 Punkte am Stück durch. Ja, also da einfach ein bisschen genau hingucken, wie er sich auf den Tiefs verhält. Gerade der Bereich um 15.000, der ist mir hier schon irgendwo ein bisschen wichtig. Ja. Und er sollte jetzt nicht neue Tiefs anfangen zu beschleunigen, ansonsten kann man ja wahrscheinlich die Short-Taste auf Dauerfeuer am Tag einstellen und gar nichts anderes mehr machen. Ja, also da würde ich dann auch nicht unbedingt long handeln, wenn er anfängt, hier richtig jetzt in die Schwäche noch reinzutreiben. Gerade Oktober ist nochmal anfällig für sowas, das haben wir auch in vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen, auch wenn es das statistisch starke Quartal ist, zuckt er immer nochmal ganz schön gut nach unten rein. Und es gab ja auch Jahre, da hat er sich so doll im Oktober verschluckt, da ist er gar nicht mehr klargekommen bis Jahresende. Das hat man auch schon gehabt. Rechne ich hier jetzt nicht zwangsweise mit, aber das Risiko sollte man einfach mal ein bisschen vor Augen behalten. Na, für diejenigen, die dazu aggressiv auf der Long-Seite unterwegs sind, dass man sich einfach einen Plan macht jetzt schon, wie lange zieht man das denn jetzt noch durch und wo zieht man die Reißleine.
Und wo hört man denn auf damit? Nein, damit es einem dann nicht so geht, dass man irgendwo bei 14.100 steht und feststellt, naja, das war jetzt ein bisschen blöd, was ich gemacht habe. Ja, und das ist das ganze Depot schief und dann hofft man drauf, dass die letzten 100, 200 Punkte Stop-Loss irgendwo halten. Sowas geht immer in die Hose, ja. Also von daher besser gleich vernünftig agieren, gleich Kanten, Grenzen setzen. Ja, auch ein probates Mittel ist, wenn man merkt, der Markt ist sehr schwach, einfach mal auch eine Position also rauszunehmen, auch mal komplett aufzulösen und zu sagen, okay, ich warte, bis der Markt wieder ein bisschen in die Stärke reinkommt. Ne, dann kann man zum Beispiel warten, bis wieder eine grüne Tageskerze kommt oder ein bestimmtes Niveau wieder zurückerobert, um dann eben neu einzusteigen und so lange erstmal passiv einfach ein bisschen zu beobachten, wenn man jetzt sagt, man will nicht unbedingt nur auf der Short-Seite agieren, aber passt da einfach ein bisschen auf. Ja, nichtsdestotrotz sollten wir jetzt auch trotzdem über mögliche Routen nach oben sprechen. Dürfen wir uns schon mal als Einbahnstraße ansehen, müssen verschiedene Szenarien betrachten. Sollte der DAX am Dienstag besonders stark sein und über 3,30 raussteigen, glaube ich, dass er eher dort dann verharren würde, aber am Mittwoch dann nochmal eine Chance bekommt, hier in die 430 reinzukommen. Und wenn er dann das höhere Tief hier unten belässt, ja, also gar nicht jetzt hier neues Tief reißt, wobei das eigentlich gar nicht so einen gravierenden Unterschied macht, also selbst mit neuem Tief hier unten einmal angestochen, 120 schnell bedient und hart hochgezogen, na, wenn er über 330, über 360 sich wieder etabliert, wird er eine Chance kriegen, sich hier wieder aufzubauen und Richtung 630 zu arbeiten. Das bleibt allerdings relativ gleich, aber das möchte ich auch wirklich erst sehen und solange würde ich den hier ein bisschen zurückhalten. Ich denke, wir haben gute Rücklaufchancen im Bereich oberhalb von 210, so rein in die 280, 300, 330. Das sind schöne Rücklaufmarken. Also ich würde jetzt nicht unbedingt in eine Bewegung, die über 210 hochdrückt, würde ich nicht unbedingt einen neuen Short eröffnen. Da würde ich wirklich dann erstmal warten, bis er hier oben dran springt. Ja, vielleicht 330, ich weiß nicht, ob man so viel kriegt. 280, 300, da sollte man schon ein bisschen hellhörig werden. Wenn er dann dort wieder abdreht, könnte man dort Short probieren. Ja, das soweit die Oberseite und die Unterseite ist aber auch klar. 1,20 und dann wirklich guckt euch das an, wie der die Tief nimmt. Ihr seht das. Man sieht das, man erkennt das. Wenn man ehrlich zu sich selber ist und nicht nur für seine Position denkt, sondern wirklich versucht, den Markt neutral zu bewerten, erkennt man sehr genau, ob der neues Tief annimmt oder nicht. Und wenn er ein neues Tief verkauft, dann plant Timo unten erstmal ein bisschen mehr ein. Also, das ist noch alles zu. Das ist noch zu Kuschelkurs, was der hier macht. Eigentlich fehlt der Mann auch noch so eine richtige Klatsche, dass die Leute alle mal wieder anfangen, auch da zu sitzen und zu sagen, oh, morgen handle ich nur noch mit Stop-Loss und nie wieder ohne. Nie wieder ohne. Genau, so war es richtig formuliert. Das fehlt irgendwie noch ein bisschen in der aktuellen Marktlage, ja. Das werden immer alle viel zu Zoll verwöhnt hier. Wer irgendwo einen Fehler macht, der kommt immer wieder raus. Läuft der Markt einfach mal wieder 300, 400 Punkte zurück und dann sind die Leute schon wieder fa fast alle am Einstand. Hatten jetzt auch einen gehabt, der völlig überhebelt ins Wochenende reingegangen ist. Ne, also normalerweise, das ist, ich finde es momentan einfach sehr gnädig, wie der Markt läuft. Ne? Das ist untypisch. Ja, da fehlt noch irgendwie ein bisschen Randale, ein bisschen Action, ein bisschen Chaos, dass mal ein bisschen Leute ein bisschen nervös werden halt. Ne? Dass sie anfangs auch Angst zu kriegen, vor allen Dingen Angst kriegen, Aktien zu kaufen und dann die Jahresendrallye verpassen, weil das ist jetzt eigentlich so die Zeit, wo sowas kommt. Ja, wo man sowas auch jedes Jahr sieht, dass sich dann alle gar nicht trauen, in ein Jahresendrallye rein zu investieren und erst einsteigen, wenn es dann eigentlich schon zu spät ist und dann ja die Bewegung nach oben antreiben. Ja. Gut, Freunde, ich belasse es dabei, wünsche euch einen erfolgreichen Dienstag, wird jetzt hier das Video auch zumachen, wünsche euch alles Gute und wir hören uns morgen dann wieder. Bis dahin, schönen Feiertag, tschüss.